US-Amerikaner und Briten auf den Jemen erklärt, dies stände im Einklang mit dem Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Jetzt greift Artikel 51 der UN-Charta, auf den Sie sich vermutlich bezogen haben, eigentlich nach allgemeinem Verständnis nur bei direkt angegriffenen Staaten, und die Sicherheit kommerzieller Seefahrtswege wird über das UN-Seerechtsübereinkommen geregelt, das war ein Großteil der Staatengemeinschaft, aber nicht die USA, ratifiziert haben. Da würde mich interessieren, könnten Sie noch mal ausführen, auf welchen konkreten völkerrechtlichen Grundlagen die Bundesregierung das Agieren der USA und Briten als völkerrechtskonform ansehen? Da gebe ich gerne an das zuständige Ministerium. Gern, also die USA hat sich ja zu ihrem Vorgehen auch selbst geäußert, Sie haben es ja zitiert, es gab aber auch eine gemeinsame Erklärung von 10 Staaten, darunter ja auch Deutschland, von letzten Freitag, auf die ich Sie gern verweise. Ich will Sie aber auch nochmal hinweisen auf einen Beschluss ja des UN-Sicherheitsrats vom 10. Januar. Dort gab es ja eine von den USA und Japan eingebrachte Resolution zu den Houthi-Angriffen auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Der Sicherheitsrat hat darin klargestellt, dass alle Mitglieder der Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht das Recht haben, ihre Schiffe gegen Angriffe zu verteidigen, und zwar auch gegen Angriffe, die die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt beeinträchtigen. Der Resolutionstext bekräftigt, dass völkerrechtlich die Ausübung von Schifffahrtsrechten und Freiheiten respektiert werden muss, und stellt ebenfalls fest, dass die Staaten das Recht haben, ihre Schiffe vor Angriffen zu verteidigen. Zusatz? Jetzt wurde aber kein einziges Schiff, welches unter britischer oder US-amerikanischer Flagge fährt, angegriffen. Aber davon abgesehen, doch nochmal auf Sie zurückkommt, Herr Hebestreit, Sie hatten in dieser Stellungnahme auch von Präzisionsschlägen gesprochen. Da würde mich interessieren, aus welchem Motiv heraus haben Sie diese Pentagon-Sprachregelung übernommen, und liegen der Bundesregierung eigene Vor-Ort-Erkenntnisse vor, die diesen Sprachduktus rechtfertigen? Also Herr Warwick, ich habe Herrn Hebestreit gefragt. Ja, aber wir machen das schon nach Zuständigkeit, das müssen Sie uns schon überlassen. Ja, aber von Präzisionsschlägen haben ja Sie gesprochen, nicht das Auswärtige Amt. Im Namen der Bundesregierung, Herr Warwick, ich könnte Ihnen das nochmal zusammen auseinandersetzen, wie wir hier agieren. Sie sind doch hier schon lange dabei, eigentlich sollten Sie das wissen. Dann gerne, aber deswegen, Herr Wagner. Ja. Und Herr Wagner kann das mindestens so gut erklären wie ich. Mindestens. Das ist auch völlig, ehrlich gesagt, völlig in Ordnung, wie Sie sich die Antwort aufteilen. Wir machen das nicht sozusagen auf Diktion aus dem Saal, sondern was Sinn macht. Gerne nochmal grundsätzlich, Herr Warwick, die Angriffe der Houthis auf Schiffe im Roten Meer gehen ja weiter, und sie finden statt auf Schiffe vieler internationaler Partner unter vielen verschiedenen Flaggen. Deshalb auch nochmal grundsätzlich, diese Angriffe sind vollkommen inakzeptabel und müssen aufhören. Und zu dem Vorgehen der amerikanischen und britischen Partner verweise ich Sie nochmal auf das Wording der gemeinsamen Erklärung, die Deutschland ja auch mitgetragen hat. Aber meine Frage war ja, wie begründet sich die Aussage Präzisionsschläge? Das muss ja einen Untergrund haben, damit auch die Bundesregierung das so darstellt. Also die britischen und amerikanischen Partner sind auf der Grundlage, die ich Ihnen ja eben erläutert habe, gegen die Angriffe der Houthis auf den internationalen Schiffsverkehr vorgegangen.